Kennst du auch Martin Hassan? Oh ja, er kommt oft nach Berlin. Und dann wohnt er natürlich bei seiner Mutter und dann treffen wir ihn im Café Julia. Kommt Tanja wirklich nicht? Das weiß man nie. Aber ich glaube, sie kommt noch. Ich glaube, sie möchte wissen, wer Martin ist. Und du möchtest das nicht wissen? Du sagst doch, er studiert Biologie. Oder so etwas. Und das interessiert mich. Natürlich, Biologie. In Mathe war Martin auch gut. Da ist er ja! Hallo Martin! Hallo Martin, wie war die Reise? Hallo Hassan und Christian, schön, dass ihr hier seid. Die Reise war gut, ohne Probleme. Wer ist denn das? Ist das eine neue Freundin, Hassan? Ich bin Petra, ich bin neu hier in Berlin. Hallo Petra. Du kennst schon die beiden besten Jungs hier in Berlin. Ja, dann gehen wir. Tanja? Tanja! Hallo, Martin ist schon da? Das ist Tanja, meine Schwester. Tanja? Eine schnelle Schwester. Hallo, Tanja. Und Petra ist auch schon hier. Zwei Mädchen für mich am Bahnhof. Das ist toll. Wir sehen uns später im Café Julia, Tanja. Ja, dann gehen wir zur U-Bahn. Ihr kommt doch mit, oder? Ja. Und wir sehen uns später, Tanja? Nein, nein. Wir sehen uns jetzt. Martin, du kannst mit mir fahren. Wir fahren direkt zum Café Julia. Deine Mutter wartet schon. Komm. Hey, langsam, langsam. Hassan, Christian und Petra sind ja auch schon hier. Ja, und mein Koffer? Die müssen mit der U-Bahn fahren. Ich habe leider nur einen Platz. Und der ist für dich, Martin. Hassan kann deinen Koffer nehmen. Er ist ja stark. Bist du verrückt? Oh, das tut mir leid. Tut dir etwas weh? Der Fuß oder das Bein? Der Fuß. Ist schon gut. Martin! Du fährst zu schnell. Was ist passiert, Martin? Warum kommst du mit Tanja? Und wo sind die anderen? Christian und Hassan, sie waren doch am Bahnhof. Und wo ist dein Gepäck? Immer mit der Ruhe, Mutti. Die anderen kommen mit der U-Bahn. Und die haben auch meinen Koffer. Diese junge Dame wollte mich zu dir fahren, aber es war zu schnell. Tanja, lass Martin in Ruhe. Du darfst nach Hause fahren, jetzt. Ich will Martin helfen. Es tut mir wirklich leid. Ja, ja, es ist gut. Ich bin okay. Und jetzt möchte ich mit meiner Mutter sprechen. Es war interessant, dich kennenzulernen. Tschüss, Tanja. Mein Sohn hat leider keine Zeit für dich. Auf Wiedersehen. Frau Bauer, seltener Besuch. Bitte nehmen Sie doch Platz. Und Sie bringen noch einen jungen Mann mit? Der junge Mann ist mein Sohn Martin. Guten Tag, Herr Kaiser. Ah, der junge Herr Bauer will seiner Mutter helfen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Sie wissen ja schon. In 3 Monaten müssen Sie 3.000 Euro Miete bezahlen.
Oder... Ja, das weiß ich von meiner Mutter. Sie wollen einen Nachtclub aufmachen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das ist meine Sache. Das glauben Sie, Herr Kaiser. So leicht geht es nicht. Herr Kaiser, Sie wissen, dass mein Café ein Treffpunkt für Jugendliche ist. Ich habe auch viele ältere Gäste. Alle kommen so gerne in mein Café. Bitte werden Sie nicht sentimental, Frau Bauer. Meine Mutter ist nicht sentimental, Herr Kaiser. Bitte. Was ist das? Das sind Protestlisten. Mit 400 Namen von Berliner Jungen und Mädchen. Sie protestieren gegen zu hohe Mieten und sie protestieren dagegen, dass man das Café Julia vielleicht schließen will. Und wenn Sie einen Nachtclub aufmachen, gibt es Demonstrationen in der Goethestraße. Hören Sie, Herr Kaiser? Demonstrationen. Und dann kommen die Zeitungen und das Fernsehen. Wollen Sie das, Herr Kaiser? Natürlich nicht. Wer will seinen Namen in der Zeitung sehen? Ich glaube, wir werden einen Kompromiss finden, Herr Bauer. Das glaube ich auch. Etwas mehr kann meine Mutter ja bezahlen. Ich schlage vor 1500 Euro ab September. 1500? Ab September? Das ist nicht viel. Wir wollen doch einen Kompromiss machen. Sagen wir 1500 im September und dann 1700. Was meinst du, Mutti? Kannst du das akzeptieren? Es ist nicht gut, aber schlecht ist es auch nicht. Herr Kaiser, ich rufe Sie morgen an und sage Ihnen, ob ich das akzeptieren kann. Tja, Martin, dann können wir ja gehen. Ja. Sie werden von uns hören. Einen schönen Tag noch, Herr Kaiser.